gehen jetzt hier in diese Wohnanlage. Ne? Hier ist eine Schranke und sind 7 Blöcke hier. Und da schauen wir uns jetzt was an. So, das ist eine Poolanlage in dieser Anlage. Ne? Da sieht man das Meer. Hier im Berghang, hier ist es eine Siedlung nach der anderen. Hier sind diese Einfamilien-, Zweifamilienhäuser. Und die hier, die Häuser, die haben dann auch hier Garagen unterhalb, so gesagt, hier sind ja Garagen. Ne? Hier dann die Satellitenempfangsanlage. Sieht gut aus. Hier ist auch so ein bisschen Gemeinschaftsbereich, wo man sich hinsetzen kann oder liegen nutzen kann. Und hier der Pool. Auch für Kinder so eine kleine Rutsche. Da hinten noch so ein kleiner Bereich für Kinder. Und ich kann mir vorstellen, jetzt bei dem Sonnenschein, bei dem noch sonnigen Wetter, dass das Wasser auch recht angenehm ist. Denn bei mir im Haus, da ist ja kein Sonnenschein drauf. Ne? Schön. Bevor ich hier euch jetzt einmal zeige, hier mit Adam hier die Wohnung, die da ist zum Verkauf, ne? Hier mal dran denken, ja okay, hier einiges ist in Veränderung, eins ist im Fluss, einige Stadtbezirke sind gesperrt, so auch Kargeschack für Ikamet, ne? Aber es gibt auch viele Leute, die schon hier wohnen in Kargeschack. Hier einmal und andermal gibt es ja auch Leute hier, die sagen, okay, solange hier ist, dass es eben so ist im Augenblick, hier stört mich nicht weiter. Ich will eh nicht hier das ganze Jahr da bleiben, nur 90 Tage immer. Es sind da viele, die nur 90 Tage im halben Jahr hier sind. Ne? Und hier. Ansonsten hier. Also es gibt eine breit gefächerte hier Bandbreite auch von Leuten, die sich für sowas interessieren, auch wenn der Stadtbezirk gesperrt ist. Ne? Aber hier drüben, da kann man sogar rüber gucken, hier den Burgberg, hier Alanya. Ne? Hier überall auch so diese Gänge, ne? Und dann hier so wie hier Olivenbäume. Olivenbäume, ne? Die sind sehr schön. Einmal kann man Oliven ernten, andermal halt diese Temperatur im Bereich. Auch im Sommer, wenn es hier so heiß ist, ne? Wird es ja hier oben nicht. Und die nehmen auch hier, wenn das die Staubbelastung mal durch Bauarbeiten groß sein sollte, ne? Ja, das Laub, das knirscht, ne? Hier, die nehmen das weg. Und diese Bauarbeiten sind ja auch irgendwann mal fertig hier. Und man hört es ja hier, so richtig großer Krach kommt dann hoch hier. Aber der Ausblick aufs Meer, einfach Hammer, ne? Hammer. So, da geht es dann rein. Hier, Adam ist schon drinne. Ne, denkt mal dran, ich bin kein Makler. Makler ist Adam, ne? Und sieht doch schon mal ganz gut aus. Außer dem Haus sind zwei Wohnungen, ne? Oben hier ist der Duplex. Und hier ist eine andere Wohnung. Ne? Jetzt rein, da oben ist der Sicherungskasten. Ich will ein bisschen hier Durchzug, weil irgendwo noch alles auf ist. So, hier gleich hier Garderobe. Die Lampe ist auch an. Und gehen wir mal hier rum um die Ecke. Hier ein Schlafzimmer. Ne? Klimaanlage, ne? Hier den Kleiderschrank, ist hier hinter noch was? Nö, ist nichts. So, dann hier ein weiteres Schlafzimmer, auch Kleiderschrank, Klimaanlage. Ja, das ist ein bisschen klein, aber man ist ja hier nicht drinnen in der Bude, man ist ja in der Regel draußen. Ne? Oh, jetzt hier ein schön geräumiges, großes Bad. Ne? Oh, die Badewanne ist cool. Mit Düsen. Einmal frei. Dann ein kleines Fenster zur Lüftung. Ne? Und hier dann auch Waschmaschine. Und große hier Beule hier zum Wasser vorhalten. Wenn man für die Badewanne, dann braucht man das ja. Ne? So ein bisschen, dass man länger auf, obwohl Durchlauferhitzer bringt sie auch. So, jetzt hier im Wohnzimmer-Küchenbereich. Ne?
Esstisch, Stühle, Klimaanlage. Dort, das hat ein bisschen geklappert. Hat die Jalousien hochgezogen. Ne? Außenjalousien, Innenjalousien. Aber alles mit Hand. Ne? Couch ist da, Couchtisch. Und das ist hier für den Fernseher, ne? Dass man da einen Fernseher anhängen kann. So, da sind denn die Anschlüsse für den Fernseher da hinten. Oder das Kabel kann man ja rüberlegen. Kann man ja hier so einen Kabelschacht legen, so einen weißen, der fällt für mich weiter auf. Und das ist alles gut. Und dann hier sind dann dahinter auch nochmal zwei Steckdosen, so dass man das vernünftig anschließen kann alles. Ne? Achso, wollte ich vergessen zu sagen, hier die Klimaanlagen Beko. Ne? Und Beko ist wirklich gutes Firma. Kann man nichts gegen sagen. So, hier jetzt hier der Küchenbereich. Altus hier Gasherd mit einer E-Herdplatte. Okay, hat man beides, ne? Und sonst, ich liebe ja mit Gas kochen, ne? Und dann hier Altus Geschirrspüler. Altus hier ist auch so eine Partnerfirma von hier Arçelik, ne? Arçelik ist ja hier der Mercedes bei den elektrischen Hausgeräten. Und dann hier Küche, Schubfächer. Also ich liebe Schubfächer in der Küche. Ne? Hier jetzt eingelassen gleich in der hier Platte hier. Das scheint alles Granit zu sein. Gut gearbeitet. Und dann hier auch hier Altus Kühlschrank. Ne? So, jetzt mal hier raus auf den Balkon. Das ist schon eine kleine Terrasse. Ne? Hier mit dem Meerblick. Ne? Auch richtig schön, richtig gut. Aber wenn ich das richtig sehe, da drüben ist noch so eine Wohnung. Also das sind vier Wohnungen dann in diesem Block. Hier geht es noch ein bisschen um die Ecke. Aber ich gucke gerade, wo sind das die Außengeräte von der Klimaanlage. Also hier sind sie nicht zu sehen. Also die ganze Wohnung hier, 100 Quadratmeter Wohnfläche. Tja Leute, also hier Garage, gucken wir uns noch mal an, ist unter dem Haus hier auch dabei. Ne? Und Verhandlungsbasis mit dem Kaufpreis 110.000 Euro. Ist eigentlich für die jetzigen Verhältnisse ein guter Preis. Kann man nichts so sagen. IDAT sind aber hier 100 Euro im Monat. Ne, damit die ganze Anlage hier in Schuss gehalten wird, der Pool vernünftig ist und so. Und was war noch? 100 Quadratmeter IDAT. Achso, die Häuser sind etwa hier 15 Jahre alt. Ne? Und so was, was ich bis jetzt gesehen habe, hier baumäßig, ist in Ordnung. Also ich denke mal, hier wird man keine irgendwelchen bösen Überraschungen erleben. Nach 15 Jahren sind solche Sachen alles durchgestanden, ausgestanden. Ne? Tja, falls euch das gefallen hat, hier mit dieser Wohnung, ne? Daumen hoch, Abo da lassen und ein auf die Glocke hauen. Ach so, hätte ich beinahe vergessen. 4 Straßenkilometer nach Kargischak zum Strand. Ne? Also Kargischak hier, das ist gerade die Palme hier so ein bisschen, wo wir rumgehen hier. Ne? Da ist dann Kargischak zum Strand. Ihr wisst ja, da wo ich auch mal hier so ein bisschen gefilmt habe, wo dann Spielplatz ist und die Grilldinger und so. Ne? Und Stücke weiter ist ja noch schönerer Strand, ne? Hier. Und so mit Sand und so. Und da 4 Straßenkilometer. Ne? Und wenn man hier jetzt sieht, hier ist Wohnzimmerfenster, ne? Wenn man so rausschaut. Schön, herrlich, ne? Also für den Preis, ne, hier, das ist ja sowas wie eine Etagenvilla hier. Hier kriegt man so schnell woanders nicht. Hier geht es rein zur Garage, ne? Und da habe ich schon gesehen bei den anderen Häusern, wo offen war, dass man hier, da hat man bequem Platz hier für 4 Autos, ne? Hier 4 Wohnungen, 4 Autos. Ne? Und notfalls kann man auch hier ein bisschen hier unterstellen lassen, ne? Wenn man Besuch hat mit Auto, ne? Dass sie dann hier außen dann hier auch ihr Auto stehen lassen können. Also die Wohnung ist von einem Deutschen, ne? 110.200 Quadratmeter Wohnfläche in dieser Wohnanlage hier mit der hier Wohnlage im Sommer, wenn es so die Baller heiß ist, ne? Ist es hier nicht so heiß, ne? Und hier ist eigentlich hier so eine hier
viele Holländer haben hier Wohneigentum, ne? Das ist so eine holländische Wohnanlage, ne? Also und die Holländer, ne? Also die habe ich kennengelernt hier in der Türkei. Da, wo sie meinen wirklich, da ist gut, da lassen die sich nieder, ne? Also die sind da pinglicher und erfinderischer und hier suchen mehr wie Deutsche, ne? Also auf Holländer kann man eigentlich immer vertrauen. Hier sieht man hier den Eingang zu diesen oberen Etagen, hier Duplex-Wohnungen, die sind noch größer, ne? Links und rechts jeweils ein Wohnungseingang, ne?